Herzlichen Dank den Models der Teamagentur für diese erfrischende Einleitung. Fasona und Mango haben mit uns begonnen, verehrte Damen und Herren. Willkommen in der Messestadt Daumen. Willkommen hier in der Hypo-Modehalle. Herzlich willkommen zur Eröffnung der 35. Frühjahrsmesse. Geschätzte Freunde der Messe Daumen, es ist mir eine Freude und Ehre, gemeinsam mit Ihnen den Messefrühling heute früh einzuläuten. Unsere Aussteller und das gesamte Team der Messe Daumen freuen sich schon zum Auftakt über das große Interesse aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Liechtenstein, aus Frankreich und Österreich. Schönen guten Morgen, bonjour à Dornbirn. Ein herzliches Willkommen unserem Gastreferenten aus Deutschland. Grüß Gott, dem erfolgreichen Unternehmer Wolfgang Grupp. Ich darf mit einem Gast aus dem Fürstentum fortfahren und begrüße den Regierungschef-Stellvertreter aus Liechtenstein, Wirtschaftsminister Martin Mayer, einen freundschaftlichen Morgengruß hier in der Messestadt Dornbirn. Verehrte Damen und Herren, heißen Sie mit mir willkommen den Landeshauptmann von Vorarlberg, Herbert Sausgruber. Wir freuen uns, dass die Landesregierung mit Landesstatthalter Markus Wallner, den Landesrätinnen Andrea Kaufmann und Greti Schmidt sowie den Landesräten Karl-Heinz Rüdisser, Erich Schwärzler und Sigi Stemmer vollzählig ist. Ihnen allen einen schönen guten Morgen in Dornbirn. Und ebenso verhält es sich beim Landtagspräsidium. Einen guten Morgen der Landtagspräsidentin Bernadette Mendl sowie ihren Stellvertretern Gabriele Nussbaumer und Ernst Hagen. Natürlich sind auch viele Abgeordnete zum Vorarlberger Landtag sowie zum National- und Bundesrat unter uns. Besonders freue ich mich, den Vorsteher des Klosters Mehrerau, Abt Anselm van der Linde, und den Generalvikar der Diözese Feldkirch, Benno Elbs, begrüßen zu dürfen. Grüß Gott in Dornbirn. Geschätzte Damen und Herren, nach den Gemeinderatswahlen vor gut 3 Wochen haben heute einige Bürgermeister ihren ersten offiziellen landesweiten Auftritt. Das gilt auch für den neuen Bürgermeister des Kleinwalsertales. Ein herzliches Willkommen dem Chef von Mittelberg, Andi Heid. Es hat natürlich was Besonderes auf sich. Der Andi Heid ist nämlich in Vorbereitung gemeinsam mit seinem Vorgänger, dem Werner Strohmeier, und dem Allgäuer Landrat Gebhard Kaiser. Und gemeinsam werden sie zur kommenden Herbstmesse das Kleinwalsertal und das Allgäu in voller Stärke hier bei uns präsentieren. Wir freuen uns schon sehr darauf. Danke dir, lieber Andi, und dem ganzen Team. Über Gastgemeinden und Messe-Gastregionen in seiner Heimatstadt Dornbirn freut sich der Hausherr immer ganz besonders. Das stimmt doch, sehr geehrter Herr Bürgermeister Wolfgang Rümmele. Verehrte Festgäste, die Eröffnung unserer Vierländermesse ist traditioneller Treffpunkt der Top-Unternehmer, der Sozialpartner, die mit ihren Präsidenten und Direktoren vollzählig unter uns sind, sowie der Jahrespartner Hypo Landesbank, Schenker Logistics, der Unica Versicherung sowie der Mohrenbrauerei. Auch Sie alle darf ich sehr herzlich bei uns in der Messe begrüßen. Und, geschätzte Damen und Herren, einen herzlichen Willkommensgruß entbiete ich auch den Medienvertreter. Und weil das heute besonders viele sind, darf ich stellvertretend für die tagesaktuellen Medien begrüßen ORF-Landesdirektor Wolfgang Burtscher, Chefredakteur Christian Ordner von den Vorarlberger Nachrichten, Frank Andres und Sonja Schlingensiepen für die Neue und die Neue am Sonntag, Geschäftsführer Georg Burtscher von der Antenne, Mario Mali für Voll.at, Intendant Alois Ospelt von Radio Liechtenstein, der Chefredakteur vom Liechtensteiner Volksblatt Heinz Zöchbauer,
Chefredakteurin Jan von der Rheintalischen Volkszeitung, Geschäftsführer Stefan Steigerwald von Radio Seefunk und Susanne Müller vom SWR Fernsehen. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön für das große Interesse an der Frühjahrsmesse in Dornbirn. Geschätzte Damen und Herren, ein besonderes Anliegen ist es mir auch, unseren Partnern der Fachmessen zu danken. Es sind heute unter uns Fachberäte und Institutionsvertreter für die Kirchenmesse Gloria, für die Intertech und die Preventa, für die Kunstmesse Art Bodensee sowie für die Reha- und Pflegemesse Intercura. Ihnen allen ein Dankeschön für die gute Zusammenarbeit. Und nun, verehrte Damen und Herren, bitte ich den neuen Geschäftsführer der Messe Dornbirn, Dietmar Stefani, auf die Bühne. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Eröffnung der 35. Frühjahrsmesse in Dornbirn. Schön, dass Sie hier sind. Liebe Gäste, werte Ehrengäste, ich freue mich, Sie zur feierlichen Eröffnung der diesjährigen Frühjahrsmesse begrüßen zu dürfen. Durch Ihre geschätzte Anwesenheit unterstreichen Sie die gesellschafts- und wirtschaftspolitische Bedeutung dieser Veranstaltung. Herzlichen Dank. Am 1. Februar dieses Jahres habe ich die Geschäftsführung der Messe Dornbirn übernommen. Und damit begann eine der beruflich faszinierendsten Phasen in meinem Leben. Denn die Messe ist vielfältig und facettenreich. Ich habe in den vergangenen 66 Tagen täglich eine Fülle von interessanten Informationen erhalten und großartige Eindrücke gewonnen. Und was mich ganz besonders beeindruckt hat, innerhalb weniger Tage hat mich diese knisternde Atmosphäre erfasst, das Messefieber, ja die Messeleidenschaft hat mich gepackt. Der Funke ist quasi von selbst übergesprungen, dank des fantastischen Messeteams. Besonders bei einem Neubeginn ist das zentrale Thema, mit dem man sich beschäftigt, welche Aufgabe und Bedeutung denn das Unternehmen hat. Die wichtigste Aufgabe der Messe Dornbirn ist, das Zusammenführen von Angebot und Nachfrage an einem Ort zu einer Zeit. Das heißt, einen qualitativ hochwertigen Marktplatz zu schaffen und als innovativer Dienstleister den Erfolg der beteiligten Unternehmen zu fördern. Somit ist die Messe Dornbirn ein wesentlicher Teil der wirtschafts- und standortpolitischen Landschaft Vorarlbergs. Mit voller Begeisterung sind wir für Sie da. Oft werde ich gefragt, braucht es denn überhaupt noch Messen? Ist denn eine Messe im Zeitalter von Internet und Facebook überhaupt noch zeitgemäß? Ja, ich bin der Überzeugung, ja, es braucht die Messe. Wir brauchen die Messe Dornbirn. Denn gerade in der heutigen, von Virtualität so geprägten Welt ist ein greifbarer Marktplatz von enormer Bedeutung. Menschen wollen sich begegnen, sich informieren, miteinander reden und sich persönlich kennenlernen. Dies zeigt nicht zuletzt auch die national und international ständig steigende Anzahl von Messeveranstaltungen. Sie werden es gleich im Anschluss selbst erleben. Wenn Sie durch unsere Hallen gehen, genießen Sie unsere Marktplätze abseits jeder Virtualität. Begreifen Sie die Vorteile und den Nutzen der ausgestellten Produkte im eigentlichen und wahren Sinn des Wortes. Erleben Sie die Frühlingsdüfte und die Gerüche von frischen Kräutern. Entdecken Sie den Geschmack von weltmeisterlich gegrilltem und lauschen Sie den Klängen des deutschen Schlagers. Lassen Sie sich inspirieren von den Farben und Schnitten der aktuellen Mode und bestaunen Sie die neuesten Wohn- und Einrichtungstrends. Oder vielleicht etwas mehr Bewegung? Jonglieren Sie doch mit unserem Fußballjongleur um die Wette oder bestaunen Sie die Sportler in der Trendsportarena. Und so es Ihnen gefällt, tragen Sie Ihre Begeisterung weiter. Erzählen Sie von der Messe Dornbirn. Bringen Sie Freunde und Bekannte mit. Erlauben Sie mir einen kurzen Blick zurück.
Die Messe Dornbirn hat im vergangenen Jahr den 60. Geburtstag gefeiert. 60 äußerst erfolgreiche Jahre, geprägt von unzähligen attraktiven Veranstaltungen. Wir bieten jedes Jahr zwei bedeutende Publikumsmessen und eine Reihe interessanter Fachmessen, die wegen ihres Niveaus und ihrer Qualität national und international eine hohe Reputation genießen. Der Animator und die große zentrifugale Energie dieser Messe war viele Jahre lang Roland Falger. Ihm, dem kreativen Kopf und langjährigen Macher der Messe und seinem Team, haben wir die aktuell erfolgreiche Position der Messe Dornbirn zu verdanken. Wir werden ihm ein gutes Andenken bewahren. Ein gutes Andenken bewahren heißt auch, die Messe in seinem Sinne und im Geiste der Gründerväter weiterzuentwickeln. Und das bedeutet, die Messe Dornbirn für die kommenden Herausforderungen bestmöglich aufzustellen. Und dieses Fundament sowie die fantastischen Rahmenbedingungen, denken wir etwa an das architektonisch ansprechende Haus der Messe, ideal zu nutzen. Intern geht es dabei um organisatorische Aufgaben. Hier werden wir Prozesse und Abläufe analysieren und Strategien zu deren Optimierung entwickeln. Das heißt, unsere größten Herausforderungen dabei sind, die hohen Ansprüche eines betriebswirtschaftlich geführten Unternehmens zu erfüllen und gleichzeitig auch wirtschaftspolitische Aufgaben zu sehen und mit Verantwortung zu übernehmen. Unser Ziel ist und bleibt es, für Unternehmerinnen und Unternehmer pulsierende Marktplätze zu schaffen und mit der Messe das Top-Kommunikationsinstrument zur Verfügung zu stellen. Wenn ich Sie heute als Geschäftsführer der Messe Dornbirn begrüßen darf, stehe ich doch stellvertretend für das gesamte Messeteam vor Ihnen. Eine solche Messe auf die Beine zu stellen, ist ein enormer Kraftakt. Es erfordert höchste Einsatzbereitschaft, viel intensive Arbeit und Durchhaltevermögen von jedem einzelnen Mitarbeiter. Alle diese Qualitäten sind in unserem Team in ganz erstaunlichem Ausmaß vorhanden. Dafür bedanke ich mich bei allen meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sehr, sehr herzlich. Ich denke, das hat einen kleinen Applaus verdient. Bei Ihnen, geschätzte Gäste der Messe Dornbirn, bedanke ich mich für Ihr Kommen, für Ihr Interesse und auch für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen im Namen der Messe Dornbirn spannende Messetage und interessante Begegnungen. Genießen Sie das bunte Angebot unserer Aussteller, lassen Sie sich von den ausgestellten Produkten faszinieren und von unseren Gastronomen kulinarisch verwöhnen. Es gibt viel zu entdecken, viel Freude und Inspiration mit unserer diesjährigen Frühjahrsmesse. Danke, Dietmar Stefani. Ein Dank natürlich auch an den Messepräsidenten Klaus Ulmer. Verehrte Damen und Herren, in den kommenden 4 Tagen werden 70.000 Gäste aus Süddeutschland, aus der Ostschweiz, aus Liechtenstein und aus ganz Vorarlberg bei uns erwartet. Übrigens kommt über die Hälfte dieser Messegäste mit dem öffentlichen Verkehr zu uns nach Dornbirn, was uns besonders freut. Und wenn also diese Messestadt zum einzigartigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Treffpunkt wird, dann dürfen wir uns über eine seiner legendären Eröffnungsansprachen freuen. Ich bitte den Bürgermeister der Messestadt Dornbirn, Wolfgang Rümmele, um seine Worte. Solange man nicht turnen muss, geht das ja eh ganz gut. Hohe Geistlichkeit, verehrter Pater Abt, Herr General Vikar, Herr Landeshauptmann, Herr Vizeregierungschef
aus Liechtenstein, hohes Landtagspräsidium, Herr Messepräsident, Herr Gastreferent, liebe befreundete Delegationen, vor allem auch aus dem Ausland, aus unserer Partnerstadt Seligstadt im Elsass, geschätzte Regierungsmitglieder, die Damen und Herren Präsidenten, Abgeordnete, verehrte Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, insbesondere den neu gewählten Kollegen und Kolleginnen, einen herzlichen Gruß, geschätzte Aussteller, meine Damen und Herren. Wir haben wie immer eine flotte und freundliche Begrüßung durch die charmante, für unsere Messen verantwortliche Prokuristin Margit erlebt. Sie stellt ja wie immer den personifizierten Frühling selbst dar. Maggie, herzlichen Dank dafür. Und einen herzlichen Dank dem neuen Messegeschäftsführer Magister Dietmar Stefani für die Betonung der Teamleistung und für die Zielvorgaben für unser erfolgreiches Unternehmen Messe Dornbirn. Ich danke herzlich auch im Namen des gesamten Aufsichtsrates. Wir freuen uns darüber. Mit dem echten Frühjahrsbeginn dürfen wir schon zum 35. Mal die Eröffnung der Frühjahrsmesse miteinander feiern. Und es ist eine große Freude für die Messeverantwortlichen, genauso wie für die Messestadt Dornbirn, so viele Gäste zu früher Stunde begrüßen und willkommen heißen zu dürfen. Ihnen allen ein herzliches Guten Morgen, Storbiere. Viele von Ihnen sind sehr, sehr treue Gäste, für die die alte Weisheit, ein großes Gesprang hebt nicht lang, gewiss nicht gilt. Dafür einen ausgesprochen herzlichen Dank. Es ist nämlich wirklich beinahe sensationell, wenn man erkennen darf, über Jahre hinweg, mit welchem Eifer und vor allem mit welcher Freude an einem ganz normalen Donnerstag am Morgen am 9. so viele Leute zusammenkommen. Einen herzlichen Gruß allen und einen herzlichen Dank dafür. Die Entwicklung der Dornbirner Frühjahrsmesse ist eine für unsere Gegend typische Erfolgsgeschichte. Vor Jahren als Hobbymesse klein begonnen, stetig, konsequent weiterentwickelt, nachhaltig abgesichert, präsentiert sich die erste große Messeveranstaltung des Jahres heute als Treffpunkt von 600 Ausstellern, 70.000 erwarteten Besuchern mit entsprechend großem medialen Interesse. Wir haben das gehört. Es ist ein erster Test für die wirtschaftliche Stimmungslage im Land. Das Messeteam, wir haben es gehört, ist in hohem Maße den Wünschen und Bedürfnissen der Aussteller und der Messebesucher verpflichtet. Daraus entsteht die gewollt inszenierte Mischung aus Information und Unterhaltung. Dass es dabei natürlich auch darum geht, gute Geschäfte zu machen, liegt in der Natur der Veranstaltung. Und die besten Geschäfte sind es dann, wenn alle zufrieden sind. Zufrieden auch mit dem hohen qualitativen Niveau, das die Messeverantwortlichen immer wieder erreichen, etwa nach dem Motto Schießbuden, Jahrmarkt nein, Publikumsmesse mit Charakter ja. Dafür sind wir dem Herrn Messepräsidenten und seinem ganzen Team sehr dankbar. Meine Damen und Herren, Ihnen an dieser Stelle die Schwerpunkte der diesjährigen Frühjahrsmesse vorzustellen oder gar anzupreisen, würden Sie gewiss als eine Bevormundung empfinden, wo Sie ja den Messerundgang noch vor sich haben. Ich darf Ihnen aber versichern, Sie werden sich in den Hallen und im Freigelände bewegt sein, vielleicht sogar staunend bewegt. Auf die Sonderschau Trendsportarena darf ich Sie aber doch noch besonders hinweisen. Action, Fun mit BMX und Skate-Shows, Bungee-Jumping, Hochseilklettern und Slacklining. Und nachher Luning oder Lying, also halb kaputter on the board. Zur Erholung
können Sie sich mit dem AK-Präsidenten Hubert im Kulturcafé Ich bin ein Mädchen von Piräus singen. Das glaubt Ihnen eh niemand. Außer Sie sehen verbrägt. Ein herzlicher Gruß den Künstlern aller Art, den Ausstellern aus nah und fern, den Steirern und den Burgenländern und unseren Gästen aus dem Ausland. Sie alle festigen den guten Ruf Dornbirns als Messe- und Wirtschaftsstadt mit hoher Lebensqualität. Ein spezieller Gruß unserem Herrn Landeshauptmann und herzlichen Dank für die Unterstützung der Messegesellschaft, nicht zuletzt in Geldform. Wenn man die Menschen beobachtet, die die Messeinfrastruktur während des ganzen Jahres benutzen, von den Messeveranstaltungen selbst bis zu den Sport- und Kulturveranstaltungen, erlebt man die Bedeutung dieser großen Begegnungsmöglichkeiten unterschiedlichster Leute und aller Generationen. Das sind gesellschaftlich gesehen nachhaltige, wertvolle Investitionen. Meine Damen und Herren, eine große Messeveranstaltung bedarf einer langen, intensiven Vorbereitung. Die Betreuung während der Messetage an den Messeständen oder auf den vielen Aktionsbühnen ist eine wirklich große Anstrengung. Allen Damen und Herren darf ich herzlich danken und erfolgreiche Messetage wünschen. Dem Bahn- und Buspersonal danke ich für den 5-Minuten-Takt ins Messegelände und wenn es gut geht, überall hin wieder zurück. Und den Freunden aus dem Burgenland danke ich im Voraus fürs Achtele. Ein kleines Mohren zum 20. Jubiläum des Pfiff wird auch noch drinnen sein. Ihnen, meine Damen und Herren, als unseren Messegästen wünsche ich interessante Erkenntnisse, verlockende Angebote, viel Vergnügen und bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank. Danke dem Bürgermeister der Messestadt Dornbirn, Wolfgang Rümele. Nun, verehrte Damen und Herren, wird es actionreich hier auf der Bühne. Sie haben es bereits gehört und sicher auch schon den einen oder anderen Sportler im Gelände gesehen, als sie sich hierher in die Hypomodehalle begeben haben. Wir zeigen Ihnen nun einen Auszug aus der Sonderschau Trendsportarena, denn in Halle 7 steht alles, was Spaß macht, im Mittelpunkt. Sie können zuschauen, Sie können aber natürlich auch mitmachen. Egal, wofür Sie sich entscheiden, jetzt bieten wir Ihnen einen ersten Einblick, eine Kostprobe sozusagen. Und dazu bitte ich nun auf die Bühne, zwar sehr standesgemäß, den Fossi Gardoni und den Thomas Bilgeri. Beide sind aus Kempten in Allgäu, beide sind alle für Messetage im Einsatz und ich höre sie schon. Wir brauchen natürlich keine Rampe, die machen das aus dem Stand. Ich gebe die Bühne frei. Viel Vergnügen. Thank you.
Danke dem Fossi Gardoni und dem Thomas Pilgeri. Also da werden wir mindestens 4 Tage brauchen, bis wir das dann auch können. Werden anstrengende 4 Tage werden. Und ich danke auch dem Johannes Sturm, der wagemutige junge Herr, ist nicht nur Choreograf der Teamagentur, sondern hat sich auch dafür zur Verfügung gestellt. Vielen Dank. Was ich Ihnen aber noch gerne sagen möchte, die beiden sind nämlich seit 15 Jahren höchst erfolgreich in ganz Europa unterwegs, sind deutsche Meister, 10-fache Weltmeisterschaftsteilnehmer im Mountainbike Trial, Europacup-Sieger und mehrfache Mannschaftsweltmeister. Also nochmals ein herzliches Dankeschön und Ihr Applaus. Verehrte Festgäste, wir sind jetzt gespannt auf die Ausführungen unseres Gastreferenten. Er ist Textilunternehmer in Baden-Württemberg, produziert ausschließlich in Deutschland, beschäftigt 1200 Mitarbeiter und garantiert den Kindern seiner Mitarbeiter nach ihrem Schulabschluss einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz. Was heißt Unternehmenserfolg heute? Wir hören es jetzt von Wolfgang Grupp. Ich darf Sie sehr herzlich zu mir bitten. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei Herrn Stefani für seine Einladung heute zur Frühjahrsmesse hier in Dornbirn bedanken. Ich war etwas überrascht, warum ich gerade heute hier sprechen sollte, aber nachdem ich so in das Publikum schaue und weiß, dass hier lauter erfolgreiche Unternehmer sitzen, war mir klar, dass Herr Stefani heute Ihnen die Gegensätze präsentieren wollte nämlich die notleidende Branche und die notleidenden Unternehmer im Gegensatz zu den erfolgreichen Unternehmern in Vorarlberg. Und deshalb habe ich gerne die Einladung hier angenommen, was heißt Unternehmenserfolg, und möchte Ihnen aber im Prinzip keinen Vortrag halten. Dazu bin ich gar nicht geschaffen. Ich war nie so ein fleißiger Student. Ich habe immer mehr mich mit der Praxis beschäftigt. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen erzählen, was meine Meinung ist über das, was heute passiert, und wie ich seit 41 Jahren versuche, meine Aufgabe als Textilunternehmer in meinem Heimatland Baden-Württemberg zu sehen und meine Aufgabe entsprechend zu erfüllen. Ich habe also dieses Thema gerne angenommen, weil ich Ihnen an meiner Firma Trigema, die nicht nur zu einer notleidenden, sondern sogar zu einer ausgestorbenen Branche gehört, gerne zeigen möchte, dass der Standort Deutschland besser ist als sein Ruf, wenn vor allem wir Unternehmer unsere Pflicht erfüllen. Und so ist es für mich als heimischer Unternehmer nicht nur selbstverständlich, sondern eine erste Pflicht, auch in einer angeblich globalisierten Welt zuerst meine Aufgabe in meinem Heimatland zu erfüllen, bevor ich meine, das Glück in der Ferne suchen zu müssen. Viele Deutsche haben das Vertrauen in die soziale Marktwirtschaft verloren und damit in den Standort Deutschland, nicht wegen des angeblich schlechten Standortes, sondern wegen dem Verhalten vieler Unternehmer und Manager. Gier und Größenwahn war nicht selten die Überschrift im letzten Jahr, wenn die Machenschaften verantwortungsloser Manager und Unternehmer beschrieben wurden. Millionen verdienten die jeweiligen Herren, die gleichzeitig verantwortlich waren für Millionen und Milliarden Verluste beziehungsweise für unsere Finanzkrise. Ob die KfW mit ihrer IKB, Lehman Brothers, Hypo Real Estate oder der bayerische Staat mit seiner Gier nach der Austria Bank Hypo Alpe Adria, ob Quelle mit dem ehemals vornehmen Bankhaus Oppenheim oder Schießer, Schäffler, Merkle, auch Porsche. Alle sind sie dem Größenwahn und der Gier nach mehr verfallen und haben anschließend ihre Milliardenverluste uns Steuerzahler überlassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Globalisierung heißt nicht Verlagerung von Arbeitsplätzen. Globalisierung ist eine Riesenchance. Globalisierung heißt, dass wir, weil die Grenzen moderater geworden sind, unsere gegenseitigen Stärken nutzen können.
Wir in einem Hochlohnland können unsere hochwertigen Produkte leichter nach Russland exportieren oder nach China und können dann dafür deren Stärke die Massenprodukte leichter zu uns importieren. Und Wachstum heißt nicht, dem Größenwahn verfallen und immer mehr Stückzahlen. Wachstum heißt, dass unsere im Hochlohnland produzierten Produkte in der Innovation wachsen. Dass wir nicht statt einem Auto zwei Autos ausbringen, sondern dass wir ein Auto ausbringen, wo die anderen sagen, das wollen sie und sie wollen ein neues kaufen. Und deshalb frage ich mich, was ist mit unserem Vorzeigeunternehmen Daimler-Benz in Baden-Württemberg geschehen? Mit der Ära Reuter hat es angefangen. Größenwahn, Technologiekonzern, er hörte nicht auf, über Schrempf ging es, über Chrysler, jeweils Milliardengräber. Und jetzt behauptet der neue Vorstandsvorsitzende Zetsche mit Selbstverständlichkeit wieder eine Zukunftsprognose, dass man die C-Klasse in 2014 auslagert, unser Know-how aus Baden-Württemberg nach China und Amerika verlagert. Und wenn ich sage, ich habe Vorgänger, die nichts anderes als neue Technologiekonzern, Chrysler, alles Milliardengräber als Zukunftsprognose gegeben haben, dann würde ich nicht zulassen, dass Leute, denen das Unternehmen nicht gehört, erneute Zukunftsprognosen abgeben können und solche Entscheidungen treffen können. Unser Know-how auszulagern in eine andere Welt, in andere Länder und damit das Know-how abzugeben. Größenwahn ist angesagt und die Verantwortung. Wenn wir die Verantwortung nicht zurückbekommen in alle einzelnen Positionen in unserer Wirtschaft, dann wird das, was wir von unseren Großvätern erhalten haben, nicht mehr erhaltbar sein und wir werden unseren Kindern das nicht übergeben können, was wir von unseren Eltern oder Großvätern erhalten haben. Wir brauchen zurück die Verantwortung in die einzelnen Positionen. Wir brauchen nicht diskutieren über Gehälter. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wer Milliarden Gewinne macht, soll auch Millionen verdienen. Wir brauchen keine Beschränkung. Wir brauchen die Verantwortung zurück und die persönliche Haftung. Unser Wirtschaftswunder in Deutschland ist geschaffen worden nach dem Krieg von lauter persönlich haftenden Unternehmern, die wussten, wenn sie versagen, sind sie als Erste mit im Boot. Wenn wir aber heute im Prinzip mit Selbstverständlichkeit Verträge machen, und da sind die Aufsichtsräte und alle Verantwortlichen, auch Politiker angesprochen, Verträge machen, wo die Gehälter schon im Voraus sicher sind und im Prinzip die Desaster am Schluss von der Allgemeinheit bezahlt werden müssen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn unser einst so gelobtes Wirtschaftsland endgültig zugrunde gerichtet wird. Wir brauchen ein Zurück zur Familie. Wenn wir die eigene Familie nicht mehr schätzen lernen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir nichts von einer Betriebsfamilie halten. Wir brauchen die eigene Familie und wir brauchen unsere Arbeitsplätze. Und sowohl die eigene Familie wie auch die Arbeitsplätze braucht die Verantwortung und die persönliche Haftung. Die Eltern sind verantwortlich für ihre Kinder und der Unternehmer ist verantwortlich für seine Entscheidungen im Unternehmen. Arbeitsplätze ohne Familie wird nicht funktionieren und Familie braucht die Arbeitsplätze. Und wenn wir das erkennen, dann können wir beruhigt in die Zukunft schauen. Wir Unternehmer, müssen zurückfinden zu einer gelebten Identität, zu Werten wie Vertrauen, Glaubwürdigkeit und vor allem zu verantwortlichem Handeln und zu den Prinzipien ehrbarer Kaufleute. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Indira Gandhi hat einmal gesagt, die Stärke einer Nation besteht in dem, was sie alleine schaffen kann und nicht in dem, was sie sich von anderen schaffen lässt. Und dasselbe gilt für uns Unternehmer. Die Stärke eines Unternehmens besteht darin, was das Unternehmen alleine schaffen kann und nicht in dem, was es sich von anderen schaffen lässt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kannte
viele Textilproduzenten. Fast alle waren sie gestandene Millionäre, als sie ausschließlich in Deutschland oder auch in Österreich fertigten. Ich kenne keinen einzigen, der reicher geworden wäre, seit er die angeblich so billigen Arbeitskräfte im Ausland nutzt. Ich kenne aber viele, die ärmer geworden sind oder von der Bildfläche verschwunden sind. Ausschließlich Verantwortung und Leistung der Unternehmer sind eben die Voraussetzungen für eine funktionierende Branche in einer sozialen Marktwirtschaft und damit auch die Garantien für sichere Arbeitsplätze oder für einen positiven Standort. Und deshalb ist es die Pflicht der Unternehmer, die günstigen ausländischen Produktionsstandorte so zu nutzen, dass sie nicht zum Abbau von Arbeitsplätzen im Inland führen, sondern im Gegenteil, dass sie zur Stärkung dieser inländischen Arbeitsplätze beitragen. Standard- oder Massenprodukte sind in einem Hochlohnland auf Dauer nicht mehr zu produzieren und müssen rechtzeitig oder mussten bereits rechtzeitig ausgelagert werden. Aber technisch hochstehende Produkte dürfen nicht verlagert werden und müssen in unserem Hightech-Land produziert werden, damit wir nicht ein für alle Mal unser Know-how aus unseren Händen geben. Eine Volkswirtschaft mit ausschließlich Dienstleistung wird nicht funktionieren. Die Dienstleistung braucht die Produktionen. Lassen wir die Produktionen abwandern, wird auch die Dienstleistung abwandern, da die meisten Dienstleistungen eben nur in Verbindung mit der Industrieproduktion möglich sind. Und das Gleiche gilt für Entwicklung und Forschung. Entwickelt und geforscht wird nicht am Schreibtisch. Entwickelt und geforscht wird am Arbeitsplatz. Lagern wir diese aus, werden die anderen selbstverständlich uns die Arbeit abnehmen, aber sie werden sich nicht nehmen lassen, gleichzeitig zu entwickeln und zu forschen. Und wenn wir das zulassen, dann werden wir das, was wir, wie gesagt, von unseren Großvätern erhalten haben, unseren Kindern nicht mehr weitergeben können. Ein Land, das zu 86% vom Export lebt, wird ohne Fabriken und Arbeiter, die aber auf einem anderen Niveau stehen müssen, nicht zukunftsfähig sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, soweit zu meiner Meinung, Verantwortung und was draußen so geschieht. Ich hätte noch vieles sagen können, aber die Zeit ist etwas kurz. Lassen Sie mich ganz kurz noch etwas über meine Firma sagen und wie ich seit 41 Jahren versuche, meine Aufgabe als Unternehmer in meinem Unternehmen wahrzunehmen. Trigema ist Deutschlands größter T-Shirt- und Tennisbekleidung oder Sport- und Freizeitbekleidungshersteller. Beachten Sie mit diesem Ausspruch, werten Sie den aber nicht zu hoch. Denn wenn Sie der Letzte in einer Branche sind, sind Sie automatisch der Größte oder der Kleinste. Und da ich ein bisschen auch was von mir geben möchte, sage ich immer der Größte. Aber es ist keine Kunst. Wir haben eine vierstufige Produktion. Erstens die Stoffherstellung, Strickerei, Wirkerei. Zweitens die Ausrüstung, Färberei, Bleicherei. Drittens die Druckerei und Stickerei. Und viertens die lohnaufwendige Konfektion. Als sogenannte fünfte Produktionsstufe habe ich vor 20 Jahren nicht im Größenwahn, sondern weil unsere Kunden konstant versagt haben, musste ich auch die Aufgabe meiner Kunden übernehmen und habe in Form von Trigema-Testgeschäften die Handelsfunktion teilweise übernehmen müssen. Ohne die Handelsfunktion ist heute ein produzierender Unternehmer nicht mehr in der Lage, sein Schicksal selbst zu bestimmen. Er ist abhängig von allen anderen und die Abhängigkeit ist das Schlimmste, was einem Unternehmer passieren kann. Wir produzieren ausschließlich in Baden-Württemberg, aber nicht, weil das Land das Schönste oder Beste ist, weil ich in Baden-Württemberg wohne und in der Produktion das Geld verdient wird und in der Verwaltung es ausgegeben wird. Und deshalb muss ich da wohnen, wo das Geld verdient wird. Und deshalb produziere ich in Baden-Württemberg, weil ich da sein muss, wo die Produktion ist, damit ich die Problematik am schnellsten lösen kann. Wir beschäftigen 1200 Mitarbeiter und ich bin stolz zu sagen, dass bei 1200 Mitarbeitern, das ist eine schwäbische Eigenschaft, wenn man weiß, dass man das Geld in der Produktion verdient und in der Verwaltung ausgibt. Deshalb habe ich in der Verwaltung 32 Mitarbeiter und ich bin stolz zu sagen, dass wir in nunmehr meinen 41 Jahren meiner alleinigen Geschäftsführung bis heute weder Kurzarbeit noch Mitarbeiter entlassen haben aus Arbeitsmangel. Und ich stets und auch heute noch den Mitarbeiterkindern einen Arbeitsplatz im Unternehmen nach dem Schulabgang verspreche, wenn sie ihn wollen.
hat aber mit sozial überhaupt nichts zu tun. Das ist reiner Egoismus. Das ist Egoismus, das erkläre ich Ihnen aber nachher, falls mir die Zeit noch bleibt. Die Tagesproduktion liegt noch 5 Minuten, oha. Ja, ich werde mich beeilen. Die Tagesproduktion liegt zwischen 30.000 und 40.000 Teilen und der reine Produktionsumsatz lag letztes Jahr bei 85 Millionen Umsatz. Der Einkauf ohne Investitionen und Werbung lag bei 22%. Wir haben somit eine Wertschöpfung von 78% oder 66 Millionen mit Händearbeit und Maschinen im Unternehmen wertgeschöpft. Der Lohnanteil betrug 52%. Wir haben keinerlei Bankkredite, auch Lieferantenkredite. Bitte auch diesem Ausspruch nichts beimessen. Wenn Sie wissen, dass Sie keine Kredite bekämen in dieser Branche, richten Sie sich danach und kaufen nur das, was Sie auch bezahlen können. Somit haben wir 100%. Somit haben wir 100% Eigenkapital. Und meine erste Aufgabe war es, und ist es auch heute noch, nicht das Streben nach Macht und Größe, sondern die Sicherung der Arbeitsplätze und meine Mitmenschen in den Arbeitsprozess mit einzubeziehen. Als ich 1969 ins Unternehmen kam, fertigten wir nur Hausmarke, so anonyme Produkte, und dann habe ich die Marke Trigema angefangen, weil man mir aber nichts zutraute und mir auch deshalb nichts zutraute, weil ich im Prinzip gerade von der Universität kam und keine Ahnung hatte, so wie es auch heute ist. Die Finanzkrise ist ja nicht von den Arbeitern gemacht worden, sondern von den Elite-Studenten, deshalb halte ich davon nicht so viel, aber ich sag mal, die Zeit des Klatschens müssen Sie mir dann dazugeben. Weil man aber sowohl mir, der ich gerade von der Universität kam, als auch dem T-Shirt, das ich dann anfing, das gerade aus Amerika kam, nichts zutraute, merkte ich sehr schnell, dass wenn ich mein Produkt zum Erfolg lassen werden wollte, dass ich vieles selbst tun musste, und so entstand meine Philosophie bzw. Strategie. Erstens, mein Unternehmen muss so gestaltet sein, dass ich es selbst voll überblicken kann. Zweitens, Probleme müssen generell sofort gelöst werden. Drittens, die Sicherheit der Arbeitsplätze muss an erster Stelle stehen. Viertens, kein Umsatz, ausschließlich Rendite denken. Fünftens, keinerlei Diversifikationen. Sechstens, keine Abhängigkeit. Weder von Kunden, noch von Lieferanten, noch von Banken, auch nicht von einem einzelnen Mitarbeiter. Siebtens, die Kapazitäten müssen stets dem Markt angepasst sein. Achtens, größte Flexibilität. Und neuntens, Wachstum an Stückzahlen nur, wenn auch auf lange Sicht die zusätzliche Kapazität am Markt verkauft wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz kurz noch ein paar Stichworte, wie ich mein Unternehmen führe. Ich könnte noch vieles sagen, aber das würde Sie langweilen, deshalb kürze ich es etwas ab. An erster Stelle steht für mich die Motivation der Mitarbeiter, denn ich weiß, dass wenn ein Mitarbeiter motiviert ist, richtig motiviert ist, dann ist er in der Lage, auch seine volle Leistung zu bringen. Und schwäbisch gedacht heißt es, wenn ich diesen Preis schon bezahlen muss, dann muss ich auch gucken, dass der da entsprechend arbeitet, damit der Preis wieder reinkommt. Und deshalb sitze ich mit meinen Mitarbeitern, mit 32 Verwaltungsmitarbeitern, in einem Büro ohne jegliche Trennwand, nicht weil ich die beobachten will, weil ich sie konstant für meine Entscheidungen brauche, und manchmal brauchen die auch mich. Die persönliche Ansprache eines jeden ist ganz wichtig, bis hinunter zum Lehrling, bis hinunter zum einzelnen Arbeitsplatz. Wenn ein Problem in der Produktion ist, bin ich dort vor Ort. Ich spreche mit dem, der an der Maschine ist, das Problem. Und dann weiß ich, dass er sich angesprochen fühlt, dass er sich anstrengt. Und Sie glauben nicht, wie die Leute, die ganz unten sind, wo man meint, sie seien nichts wert, was die für einen Wert in einem Unternehmen darstellen. Das sind die treuen Mitarbeiter und nicht die, die im Prinzip alle 2 Jahre ihren Job wechseln und von draußen reinkommen und nur fragen, was kriege ich. Das, was ich von meinen Mitarbeitern verlange, muss ich ihnen vormachen. Der Mitarbeiter muss konstant das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Dann ist er stolz. Und dann ist es so wie früher, dass er an einer Villa vorbeigeht und sagt, bei diesem Chef arbeite ich. Er ist stolz auf seine Firma, er ist stolz auf seine Vorgesetzten, weil sie alle wissen, wir sind gemeinsam in einem Boot. Der Nachwuchs kommt ausschließlich aus eigenen Reihen. 95% unserer leitenden Leute waren Lehrlinge. Da weiß ich, was ich habe, und ich sage ganz salopp, einer, der aus Hamburg bei mir sich als Einkaufsleiter meldet, könnte nur eine super Flasche sein, denn wenn er gut wäre, hätte er in Hamburg eine Stelle, und wenn die ihn nicht wollen, dann brauche ich ihn auch nicht.
Gerechtigkeit in Löhnen ist ganz wichtig. Die Gehälter müssen am schwarzen Brett ausgehängt werden können. Wer sie im Safe hat, gibt zu, dass er ungerechte Gehälter hat. Arbeitsplatzgarantie für die Kinder hat mit sozial nichts zu tun. Ein Kind eines Mitarbeiters, da weiß ich, wen ich kriege, wen ich habe. Ich kenne den Mitarbeiter 20 Jahre und wenn die Tochter oder der Sohn bei mir arbeiten will, dann ist das ein Geschenk und den nehme ich selbstverständlich rein. Weil wenn dieses Kind ein Problem machen würde, dann würde die Mutter oder der Vater blamiert sein und würden dieses Problem als erstes abstellen. Wenn ich aber inseriere und Sie wissen, in Zeugnisse darf man nur das reinschreiben, was gelogen ist und das, was wahr ist, dürfen Sie gar nicht reinschreiben. Da habe ich Riesenprobleme. Die Einheimischen, die Kinder unserer Mitarbeiter, das sind unsere Basis, unserer Mitarbeiter und die nehme ich mit Handkuss, hat mit sozial überhaupt nichts zu tun. Ganz kurz zum Inhaberbonus noch. Ich bin Inhaber und als Inhaber muss ich auch schauen, dass ich meinen Laden als Ersten kenne und habe die Verantwortung für alle einzelnen Entscheidungen. Ich muss konstant entscheiden. Ein Mitarbeiter, der zu mir kommt und sagt, Herr Krupp, was soll ich hier tun? Und ich ihm keine Antwort, keine Entscheidung gebe. Der würde berechtigt zurückgehen und sagen, was ist das für eine Flasche? Jetzt frage ich den schon wieder. Wenn noch ein kurzes Beispiel, wenn ich heute Abend nach Hause komme und wir arbeiten einen Dreischichtbetrieb, wo Männer arbeiten, Produktion von Stoffen und Ausrüstung und so weiter, und mich der Färber fragt, Herr Krupp, der ruft mich an und sagt, wir haben einen Haufen Stoff, soll ich rot oder grün färben? Und ich habe überhaupt keine Ahnung. Wäre es fatal zu sagen, ich weiß es nicht, dann geht er zurück in seine Abteilung und sagt, den Chef kannst du fragen, was du willst, der hat nie eine Ahnung. Dann sage ich spontan, rot. Dann geht er zurück in seine Abteilung und sagt, Mensch, den Chef kannst du fragen, was du willst, der weiß immer, was los ist. Und färben die ganze Nacht färben die rot. Am anderen Morgen fällt mir ein, dass ich grün gebraucht hätte. Dann rufe ich den an, habe keine Bedenken, denn wenn der es gewusst hätte, dass wir grün brauchen, hätte er mich ja nicht gefragt und sagt, Mensch, ich habe mich vertan, ich muss dringend für den und den Kunden grün haben, ganz schnell grün. Dann geht er zurück in die Abteilung und sagt nicht, der Chef ist ein Idiot, der weiß nie, was will. Der geht zurück und sagt, Mensch, der Chef hat sich vertan, wir brauchen dringend grün. Dann schwitzen die sich doppelt so hoch ab und fertigen grün. Und am Ende habe ich rot und grün, hätte ich nicht entschieden, hätte ich gar nichts. Unternehmensberatung darf bei mir nicht ins Haus kommen. Jeder Zweite ist ja heute Unternehmensberater, nachdem er selbst Unternehmer war und anschließend Unternehmensberater wurde nach der Insolvenz. Das soll aber gilt natürlich nicht für Österreicher, es gilt nur für Deutsche. Die dürfen bei mir nicht ins Haus. Wenn ein Fremder auf Anhieb in meinem Unternehmen sagt, was falsch läuft, muss ich den Platz räumen. Und da ich den Platz nicht räumen will, lasse ich den Unternehmensberater erst gar nicht kommen. Ich muss als Inhaber den steten Wandel erkennen. Was heute richtig ist, kann morgen schon falsch sein. Das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist nicht, die Stoffe zu stricken oder zu nähen. Meine Aufgabe ist, die Zukunft vorauszusehen und zu wissen, wo mein Schiff Trigema in der Zukunft hinfährt. Und deshalb muss ich die Weichen stellen, ob wir auf den Eisberg oder am Eisberg vorbeilaufen. Das ist meine Aufgabe, das ist mein unternehmerisches Risiko. Dafür werde ich bezahlt und dafür habe ich am Schluss auch den Gewinn. Und dafür muss ich gerade stehen. Und wenn ich das vergleiche mit der Titanic, dann muss ich sagen, ein gestandener Kapitän, er hat sich eingeschlossen oben und hat erkannt, er hat die falsche Entscheidung gefällt und hat gesagt, ich werde als Letzter das Schiff verlassen. Unsere heutigen Kapitäne hätten in der Wirtschaft entschieden, nachdem sie erkannt haben, wie es läuft, dass das beste Rettungsboot rechtzeitig zu Wasser gelassen wird, 3 Rettungsringe noch rein, nachdem die sowieso knapp sind. Und wenn sie weit genug vom Schiff entfernt sind, hätten sie gesagt, dann könnt ihr die anderen retten. Ich bin in Sicherheit. So kann es nicht gehen. Ich bin verantwortlich für mein Unternehmen. Und wenn meine Kinder sagen, das, was der Papa oder die Mama macht, so blöd werde ich nicht sein, dann haben meine Frau und ich versagt. Die ersten Vorbilder für die Kinder sind die Eltern. Und wenn die Eltern so vorleben, dass man sagt, den Job mache ich nicht, dann sind wir Versager. Und deshalb sage ich, wenn ich konstant nach Hause gehe und sage, der Standort Deutschland ist schlecht, wir können kein Geld mehr verdienen, wir müssen einen Haufen Steuern zahlen und alles das sage, dann wären meine Kinder blöd, wenn sie meinen Job machen wollten. Wenn ich aber nach Hause gehe und sage, der Standort Deutschland wird schlecht geredet, wir zeigen, dass er gut ist und wir zahlen gerne Steuern, dann wissen wir auch, dass wir Geld verdient haben. Und wir zeigen auch, dass man Geld verdienen kann. Und heute war ich auch in Vorarlberg eingeladen und die haben mir auch noch zugehört. Dann ist es selbstverständlich, dass meine Kinder in die Poesiealben ihrer Mitschüler schreiben oder Mitstudenten schreiben, was möchtest du werden, Chef von Trigema. 2 Minuten noch.
Die Produktion hat die Hoheit. Wir produzieren von Januar bis Dezember. Volle Auslastung. Die Produktion ist das teuerste und deshalb muss sie ausgelastet sein. Die Kapazität darf also im Größenwahn nicht so groß gemacht werden, dass man sie nicht auslasten kann. Wir haben bei 1200 Arbeitsplätzen keinen Auftrag für morgen. Das gibt es nicht. Es bestellt bei uns keiner für Mai oder August. Jeder bestellt für sofort. Und wir sind im Prinzip für Qualität verantwortlich und Flexibilität. Innerhalb 24 Stunden können wir vom Garn bis zum Fertigprodukt, wenn wir wollen, oder 48 Stunden spätestens, jedes Produkt herstellen. Da ist uns der Chinese nicht überlegen. Das kann er schon aus Transportgründen nicht. Und dann haben wir auch noch einen Qualitätsstandard, wo ich sage, das ist auch fraglich in einem Billiglohnland. Aber über Massenprodukte zu sprechen oder über Mengen zu sprechen, die man nach 6 Monaten liefern soll, das sind keine Aufträge. Wenn Sie bei mir anfragen und wollen 5000 Teile haben, dann frage ich Sie zuerst, weil mir das Angebot schon zu teuer ist zu machen. Da wende ich schon die Zeit nicht auf. Was stellen Sie sich preislich vor? Und wenn es um den Preis geht, habe ich verloren, dann ist das Billiglohnland uns überlegen. Wenn es aber um Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, das heißt nicht teurer, das heißt, er bekommt für sein Geld auch einen Mehrwert, wenn es um das geht oder Schnelligkeit oder Flexibilität, dann sind es unsere Aufträge. Kosteneinsparung im Unternehmen. Wenn man sagt, es geht mir schlecht, ich muss Kosten einsparen, schönen Gruß an diesen Herrn, er sei ein super Versager. Wer Kosten einsparen kann, wenn es ihm schlecht geht, gibt zu, dass er sinnlose Kosten hatte, als es ihm gut geht. Das darf es nicht geben. Genau. Kosten, da bin ich schwäbisch genug. Wenn ich Kosten sehe, auch wenn es mir noch so gut geht, die sinnlos sind, dann werde ich verrückt und dann sind die im Moment abgestellt, denn das darf es nicht geben. Und deshalb kann ich, wenn es mir schlecht geht, keine Kosten abstellen. Kurz noch zur Organisation. Post vorsortieren ist an erster Stelle. 40% der eingehenden Post ungeöffnet im Papierkorb ist die erste Voraussetzung. Weil da hat man mich mal gefragt, was soll man wegschmeißen? Sage ich, je dicker, desto mehr weg. Also das ist kein Problem. Wir haben nur eine Bankverbindung. Wer Geld hat, reicht eine. Wer kein Geld hat, nützen auch 20 Bankverbindungen nichts. Damit habe ich einen Kontoauszug, keine Kalkulationsabteilung. Wir müssen den Marktpreis nehmen, ewig kalkulieren die Leute und am Schluss haben sie keine Preise, wenn man verkauft wird. Ich habe gesagt, da hat mir mein Verkaufsleiter gesagt, er hatte keinen Preis und als er endlich den Preis hatte, vor 40, 30, 35 Jahren, war der Preis 22,90 D-Mark oder was. Und dann hat er das für 18,50 an die Metro verkauft und hat gesagt, sind Sie wahnsinnig, jetzt kalkulieren wir ewig. Und dann hat er gesagt, was soll ich machen, der Kunde zahlt nicht mehr. Dann habe ich gesagt, ist in Ordnung, dann schaffen wir wenigstens die Kalkulationsabteilung ab, fragen unsere Kunden, was sie zahlen und dann haben wir die Preise. Wir haben keine Auftragsbestätigungen, wir bestätigen nicht, wir liefern, die anderen bestätigen und liefern nicht. Immer sofort entscheiden, wenn die Entscheidung ist und eine beste Entscheidung ist, eine sofortige Entscheidung und dann neue Erkenntnisse konstant die Entscheidung anpassen. Die beste Entscheidung ist eine sofortige Entscheidung, die 2 oder 3 Mal neuen Erkenntnissen angepasst wird. Täglich die kleinen Probleme lösen, dann hat man keine großen. Jetzt lassen Sie mich noch einen Satz sagen, denn Sie sitzen schon auf Nadeln. Ganz zum Schluss, ich hätte noch vieles zu sagen, das sind nur einige Beispiele. Die Verantwortung des Unternehmers oder Inhabers ist die Basis des gesamten Wirtschaftens. Die brauchen wir zurück. Der Inhaber oder der Vorstandsvorsitzende muss die Verantwortung vorleben und dann werden sie auch die anderen, die drunter sind, nachleben. Und deshalb gibt es eine klare Aussage. Meine kleine Familie ist Vorbild für die große Trigema-Betriebsfamilie oder muss Vorbild sein. Meine Kinder haben 1000 Vorteile, weil sie meine Kinder sind. Müssen aber die 2000 Nachteile, weil sie meine Kinder sind, mit Selbstverständlichkeit auch übernehmen. Und dann gibt es eine klare Aussage. Wenn Trigema irgendwann ein Problem haben sollte und ich noch in dieser Position bin, kann es nur einen Schuldigen geben und der bin ich. Vielen Dank. Dieser Zuspruch spricht für Sie. Viele Anregungen
dabei. Herzlichen Dank für diese interessanten Ausführungen, Herr Wolfgang Grupp. Zum Glück sind Sie noch einige Stunden bei uns und begleiten uns auch auf dem Messerundgang. Da gibt es dann noch sicher die eine oder andere persönliche Begegnung und Frage. Verehrte Damen und Herren, ein ausgebuchtes Messegelände mit 600 Ausstellern aus 10 Nationen, zahlreiche neue Schwerpunkte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, 2000 Ohren und Augen, die ausschließlich auf Sie gerichtet sind nun. Herr Landeshauptmann, was gibt es Schöneres, als diese 35. Frühjahrsmesse offiziell zu eröffnen? Ich darf Sie sehr herzlich bitten. Sehr geehrter Pater Abt, meine Damen und Herren, Herr Grupp, Sie haben vielleicht am Applaus gespürt, aber ahnen wahrscheinlich doch nicht, wie intensiv Sie vielen von uns aus der Seele gesprochen haben. Und zwar deshalb, weil Sie Dinge ansprechen, die, wenn wir nicht aufpassen, uns verloren gehen können, nämlich Haltungen, die lebenstauglich sind und im gesellschaftlichen Leben und im wirtschaftlichen Leben notwendig sind. Wir brauchen wieder mehr Haltungen, Verantwortung, langfristiges Denken, das Identifizieren mit einer Gemeinschaft. Nicht nur mit dem Unternehmen, sondern auch darüber hinaus und die Bereitschaft dafür auch etwas zu geben und nicht der Beliebigkeit zu verfallen. Mit dem, was Sie sagen, sprechen Sie große Schwächen unserer Gesellschaft an. Wir sind in einer Zeit, die große Herausforderungen verlangt und ich darf für unser Land sagen, nach einem Jahr sehr kritischer Entwicklung und wir stecken mittendrin im Arbeitsmarktbereich, haben wir leider den Höhepunkt noch nicht überschritten, dass unsere Unternehmer und unsere Arbeitnehmer und ihre Vertretungen sich in dieser Situation im Großen und Ganzen sehr gut verhalten haben. Die Haltungen überwiegend in Ordnung waren. Es ist nicht selbstverständlich, dass in einem Land wie dem unseren, wo sich schwierige Dinge abgespielt haben, die Sozialpartner zum Beispiel in der Lage sind, die wesentlichen Dinge gemeinsam zu erarbeiten und auch dazu zu stehen. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass Unternehmer und Arbeitnehmer in den Betrieben in dieser Weise mit den Schwierigkeiten umgehen, wie das geschehen ist. Das hat uns trotz aller Schwierigkeiten ungemein geholfen und ich hoffe und erwarte auch, dass das so weiter gehalten werden wird. Es tut uns allen gut. Wir stehen derzeit vor drei Herausforderungen, die zeitgleich bewältigt werden müssen und das erfordert sehr viel Verständnis und Koordinationskraft. Erstens müssen wir nach wie vor Betroffenen, soweit das möglich ist, existenzielle Schwierigkeiten abfedern. Ich war vor 10 Tagen in Wien. Da ist jetzt zu diskutieren, wie man die öffentlichen Finanzen in Ordnung bringt. Und da hat mir ein sehr maßgeblicher Funktionär dieser Republik vorwurfsvoll gesagt, was tut ihr mit den Wohnbauförderungsmitteln? Da wird ja Wohnbeihilfe bezahlt. Ich habe dort einen meiner eher seltenen Temperamentsausbrüche bekommen. Weil ich ihm gesagt habe, Mensch, du weißt nicht, wovon du sprichst. Es sind tausende Haushalte durch Verlust des Arbeitsplatzes, durch Verlust von Überstunden, durch Kurzarbeit im Einkommen massiv beschädigt.
Und es ist ein öffentliches Anliegen, dass nicht wie in Amerika tausende Menschen und Haushalte bei uns, was Wohnen angeht, in Schwierigkeiten kommen, in existenzielle Schwierigkeiten kommen. Und hier ist neben einer vernünftigen Vorgangsweise der Banken in dieser Frage und in anderen Fragen das öffentliche Instrument der Wohnbeihilfe ein ganz entscheidender Faktor. Und ich denke nicht im Traum daran, dort auch nur einen Euro einzusparen. Wir haben im vergangenen Jahr 5 Millionen dort zusätzlich ausgegeben. Und wir werden das in den nächsten Monaten auch weiterhin tun wollen, weil wir nicht wollen, dass unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger durch die Krise, die sie ja auch nicht bestellt haben, hier in Schwierigkeiten geraten. Also das Abfedern der Wirkungen ist eine auch öffentliche Verantwortung nach wie vor. Ein zweites, wir müssen uns sehr intensiv damit befassen, das ist eine Aufgabe aller, die Verantwortung tragen, wie wir intelligent und energisch den Start nach der Krise gut vorbereiten, um in dieser Startbewegung des Wachstums die Nase vorn zu haben. Und dort gibt es neben dem Unternehmen und seiner Verantwortung auch die öffentliche Verantwortung, was an Ressourcen bewegbar ist, in Ausbildung und Innovation zu konzentrieren. Wir haben in Vorarlberg die Struktur, die das möglich macht, und wir werden in den nächsten Jahren ganz gezielt, soweit es möglich ist, mehr noch als bisher, in diese Felder der praxisnahen Ausbildung, Lehre, Berufsschulen, Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zur Fachhochschule investieren und die Innovation in unseren Betrieben, soweit wir das können, fördern. Und wir müssen uns bewusst sein, es ist nicht nur ein soziales Anliegen, dass bei uns im Land die Fähigkeit besteht, jedem Jugendlichen zwischen 15 und 25 zu sagen, wenn du 3 Monate Arbeit oder Ausbildung suchst, wir sorgen dafür, dass du binnen weiterer 3 Monate entweder einen Arbeitsplatz oder eine Ausbildungschance hast, ist natürlich von der Gesellschaftspolitik her extrem wichtig. Aber es ist auch ein Gebot der wirtschaftlichen Intelligenz, des Überlebens unseres Standortes. Wir werden bei sinkenden Jahrgangszahlen in der Wachstumsphase hier den entscheidenden Engpass haben. Also meine Damen und Herren, wer in einem Unternehmen Verantwortung hat, wenn ein Lehrling, der einigermaßen brauchbar ist, eine Ausbildungsstätte sucht, geben Sie ihm weiterhin eine Chance. Es tut dem Jungen gut und es tut auch dem Unternehmen gut. Und insgesamt tut es dem Standort gut. Und der dritte Bereich, der gleichzeitig zu bewältigen ist, das ist der schwierigste. Das wird in den nächsten Monaten Gegenstand von intensiven Diskussionen und auch intensiver Ablehnung sein. Wir müssen die öffentlichen Finanzen wieder, ich bin jetzt alt genug, sagen zu müssen, wieder einmal, weil ich schon mehrfach an solchen Prozessen beteiligt war, wieder einmal ins Gleichgewicht bringen. Man kann auch im öffentlichen Bereich den Schuldenberg nicht so hoch auftürmen, jedenfalls mir mit unserer Größe nicht so hoch auftürmen, dass die Schuld nicht bedienbar ist. Die Schuldenlast muss wieder auf ein bedienbares Ausmaß reduziert werden. Ausgabenseitig überwiegend. Das klingt harmlos,
aber es trifft alle. Und aufhören muss man zuerst mit der Unwahrheit, das sei schmerzfrei möglich. Das führt uns nicht weiter, führt nur dazu, dass das Problem verschoben und damit größer wird. Wir sollten in den nächsten Monaten einen Konsens erzielen, und da ist sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig, dass die Ordnung der öffentlichen Finanzen wieder stattfindet und dieser schmerzliche Prozess, ähnlich wie vor 14 Jahren, im Übrigen in der ähnlichen Größenordnung, damals wurde es bewältigt, also wird man es auch diesmal schaffen, wieder umzusetzen. Fair verteilt, aber nicht so, dass niemand etwas spürt. Und damit kann man die Voraussetzungen für eine gute Weiterentwicklung durchaus schaffen. Und es gelten die alten Hausverstandsüberlegungen nach wie vor. Wohlstand wird entwickelt durch Arbeiten, Sparen und Investieren. Wir müssen schauen, dass der Mittelstand breit bleibt. Wir sind eine Wirtschaft, deren Rückgrat die Produktion ist. Also unser Erfolg steht und fällt sehr stark mit der Produktion und Ausbildung und Motivation ist die wesentliche Voraussetzung unseres Erfolges. Die Haltungen und die Vermittlung von Haltungen, von Charakter, ist für wirtschaftlichen Erfolg und für das gesellschaftliche Überleben noch wichtiger als in der Vergangenheit. Die Beliebigkeit führt uns in die Sackgasse. Eine positive Motivation, jungen Menschen mitzugeben, die Familie als solche Einrichtung zu schätzen und im Übrigen auch die Religionsgemeinschaften trotz aller Diskussionen und Schwierigkeiten nicht völlig an den Rand zu drängen. Das wären gute Ratschläge für eine künftige Entwicklung. In dem Sinn danke ich Ihnen fürs Kommen und darf die Dornbirner Frühjahrsmesse eröffnen, wünsche den Ausstellern viel Erfolg. Herzlichen Dank, Herr Landeshauptmann Herbert Sausgruber. Und damit ist diese 35. Frühjahrsmesse offiziell eröffnet. Ich darf Ihnen nun nach den Bike-Akrobaten aus Deutschland den Stimmakrobaten aus der Schweiz vorstellen. Ich freue mich mit Ihnen auf seine Performance. Schauen Sie mal, hören Sie mal, was er mit seiner Stimme alles macht. Viel Vergnügen mit Martin O. Draw the street like a car locomotion. Draw the streets like a Cabernet moon. West from gas, from west from nation. He says, we did like a call a local moon. We did knock and knock and die the street like a moon. Don't we say, don't we did in the, don't we say, don't bone. And I don't we say, don't we did in the, don't we say, don't bone. Drindisa, don't booty in the, don't we say, don't bone. And I don't we say, don't we did in the, don't we say, don't bone. Drindisa, don't da, don't da, don't da. Don't we say, don't we did in the song. Don't we say, don't we did in the, don't we say, don't bone. Don't we say, don't we did in the, don't we say, don't bone. Drindisa, don't booty in the, don't we say, don't bone. We sa don't be the day in the don't we sa don't bomb Brindisa don't da don't da don't they don't we sa don't be the day in the song. Don't we sa don't really lish dumb, don't we sa don't bomb and don't we sa don't really lish dumb, don't we sa don't and don't we sa don't really stun, don't we sa don't we sa don't be the day in the don't we sa don't bomb Brindisa don't da don't da don't don't they don't we sa don't be the day in the song. Frühlings
Frühlingsmesse, Frühlingsmesse, 35 Mal Eröffnungsfeier. 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 Frühlingsmesse, Landeshauptmann, Korda nombre para diaspora, oh, me se dormir, cara Dios. Sombre, terra tierra schiera dona natà. Se gramas un ORF, osa nascorda nessuma. Una picture, eh? Alla, grottar sombre tierra schiera. Guarda no sombre cartadas. Guarda nombre tierra sira. Una sport, train sport arena. Cornasos un BMX, guarda no sombre tierra stot. Se una slick line, guarda nombres. Se gramas un bungee, chua. Guarda nessu, guarda riaras. Ona nath, ona frühlings, ona mess. Gracias. Jetzt, danke vielmals. Ich komme ja von Ihnen an, gell? Quasi aus der Schweiz. Aber ihr versteht es ja. Das Deutschland muss ich einmal Deutsch reden, aber da kann ich Schweizerdeutsch reden, aber ihr versteht es, gell? Okay, super. Ich mache noch ein kleines zum Abschluss. Nachher geht es in Rundgang. You can shake your body if you want. There is a little song I wrote, but I'm singing it note for note. Don't worry, I'll be
be happy. In our life we have some trouble, but if you worry you make it double. Don't worry, I'll be happy. To lay my head, somebody came and took my bed. Don't worry, be happy. Yes, and the finance crisis goes around the world, but in Dornbirn we have a big cool mess down in the town city. Don't worry, be happy. Yes, and I don't worry. Will frown and that will bring everybody down. Don't worry, be happy. Bobby McFerrin. Perfekt, wunderbar. Seine Stimme und ein bisschen Technik, Martino aus St. Gallen, das war wirklich eine super Performance, danke dir. Wir freuen uns nun gemeinsam auf den Rundgang zu dieser 35. Frühjahrsmesse. Begleiten Sie uns, wir gehen in die Energie West oder auch zum neuen Stand der Architektenkammer für Tirol und Vorarlberg. Natürlich schauen wir auch in der Burgenlandhalle vorbei, in der Ländlerhalle und zum Abschluss werden wir uns vielleicht dann noch in der jungen Halle treffen oder im Wirtschaftszelt. Damit Sie das gesamte Programm also erledigen können, brauchen Sie heute und die kommenden 3 Tage. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind. Bleiben Sie, kommen Sie wieder. Einen wunderschönen Tag hier bei uns in der Messestadt Dornbirn. Dankeschön. Danke, Martin.